Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. In der letzten Folge sind wir ja vor dem finalen Boss angekommen, aber ich habe mir gedacht, da geht's noch nicht rein, da machst du erst noch ein paar andere Sachen. Ja, und ich habe jetzt den Weg bis zu dieser Quest ein bisschen gekürzt, von der ich hoffe, dass wir jetzt alles beisammen haben. Und ja, ich habe einfach von allen Kristall irgendwie zwei hergestellt und ja, anscheinend war das Richtige. Gut, nur rausgehen wird wieder blöd. Realisiert die Humanoiden-Quest mit dem lebenden Humanoiden, ihr wisst schon, ne? Bist du dir sicher, Pascal? Nicht einmal die alten Amazianer waren dazu fähig. Wenn irgendjemand das Zeug dazu hat, dann Pascal. Lassen wir sie einfach mal machen und warten, ob was passiert. Ist gut. Fertig! Sieht so aus, als wäre alles gut gelaufen. Ja, so ziemlich. Oh, und Sophie wird sich sicher freuen, dass es genauso geworden ist, wie sie es wollte. Wie sie wollte? Sie sagte doch, sie wollte so sein wie du, oder? Warte, willst du damit sagen, du hast eine ich-bewusste Humanoide gebastelt? Wo ist sie? Ja, Pascal, wo ist sie? Jetzt dürft ihr große Augen machen. Und hier ist sie. Ja, Mecker, Sophie. Das ist, es ist, ich meine, es sieht aus wie so viel gewiss ähnlich, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass da irgendwas nicht stimmt. Ta-da-da-da! Na los, kommt schon, was haltet ihr davon? Hm? Sieht sie nicht genauso aus wie Sophie? Ja, das tut sie auf jeden Fall. Ist das wirklich in Ordnung so? Code 765, Signal, alles klar. Hallo Sophie, ist lange her. Ja, das ist es. Vielen herzlichen Dank, Pascal. Danke, Pascal. Ich bin die größte Wissenschaftlerin aller Zeiten. Manchmal hat Pascal mir richtig Angst sein. Ja. Pascal hat den Titel Intelligenzbestie. Futsch. Dann sag mal. Ja, hab ich wieder auf Manuel, ja. Hier, Intelligenzbestie, Fangirl-Trauben, noch eine Art und Erfahrungspunkte bekommen auch noch. Also die Technik. Dann fehlen hier nur noch zwei. Oh. Bis Rang 5, jetzt werde ich wahrscheinlich nicht mehr trainieren. Weil lohnt sich nicht mehr. Bin ich nicht. Deswegen, ja. Können wir noch irgendwas? Sag einfach Bescheid, Pascal, dann bin ich sofort bei dir. Jo. Geil. Jetzt haben wir unsere eigene Sophie. Schön. Na gut, dann hätten wir das erledigt und gehen jetzt raus hier und weiß ich nicht, doch ich weiß wie, ich weiß wo und warum. Wir gehen nach, würde ich mal sagen, Velanik. Jetzt nehme ich auch noch, nee, nach Wallbrook gehen wir erstmal. Du, der wartet doch schon bestimmt. Wir müssen ja schon lange für den was hier erledigen. Den Hinweis, so Wallbrück-Hinweis, hieß das, glaube ich. Dann bin ich jetzt hier richtig. Ich glaube schon. Na gut, dann gehen wir raus hier. Hier geht's, glaube ich, raus, ne? Nee, Quatsch, da kann man nur die Tür. Fuck. Zurück. Komm mal nur zurück. Na gut, dann gehen wir nach unten. Da müssen wir rauskommen, oder? Ja, das sieht schon ein bisschen auffällig aus. Zur Region 13. Na gut, dann tun wir mal den Gefallen von Duke Dalen erfüllen und gehen zu den Wallbrook Höhlen. War doch eine Quest, oder? Können wir mal alles mal hier durchgehen. Unerledigt. Wallbrook bebt. Herzog dem hat die eigene suchen, ob er Sachen. Ja, machen wir schon. Aber ist Wallbrook nicht auch eine Stadt eigentlich? Nur anscheinend nicht. Von aus kommt man nicht. Ich würde hier würde ich gerne rein. Ja, komme ich dann nur direkt zum Ende oder komme ich da von der anderen Seite? Ich komme von der anderen Seite. Oder? Na ja, komme ich ja gar nicht durch. Will mich auf den Arm nehmen und dann muss ich von innen. Oh, er hat gesagt von Wallbrook, ne? Egal.
Gehen wir mal im Vorblick nachgucken. Wir haben 100 Gold. Yes! Dann gehen wir mal in Warburg. Ach nee, wir sind da jetzt hinter. Nee, wir sind vor Warburg. Wollte schon sagen. Speicherpunkte nicht abgehen sollen, weil überall sind. Es gibt es irgendwie bei den Speicherpunkten. Überall. Bei den Punkten. Mh. Das ist ein bisschen, ja. Weiß ich nicht. So viele. Schon krank. Ja, leit mal meinen Mix auf, bitte. Wutsch. Kann ich schon irgendwas Neues kaufen? Ja. Weiß nicht, ob das schon gezeigt hat, aber egal. Ich kann die Mission auch nicht irgendwie so anmachen, um zu gucken, wo ich hin muss. Ich weiß das doch nicht mehr. Wie kommt man denn nochmal zum Dingens, zum zu den Ruinen? Ich glaube, hier ist schon falsch. Ich glaube, hier ist richtig sogar. Ich glaube, hier ist richtig. Nö, ist falsch. Ma, finde ich gut, dass ich, wenn ich mal was suche, direkt falsche finde. Ach, von hier aus kann ich mich nicht porten. Um Zeit zu sparen, da muss es unten links sein. Aber auf jeden Fall nicht oben irgendwo, wo man zu den Ruinen gekommen ist. Dann kann ich mich auch von den Anfang der Ruinen irgendwo hin porten. Alle Dinger waren da weg. Was soll das eigentlich? Na gut, dann gehen wir. Hier muss das aber sein. Erinnerung trügt mich nicht. Außer wenn sie mich trügt. Ich glaube, da unten ist schon richtig. So, jetzt hier runter. Muss jetzt richtig sein. Wird eigentlich ein bisschen schneller hier erledigen. Ah, Hintergedanken. So, haben wir einen Skit. I remember this place. You were still pretty angry with me when we first met up. Yeah, Sharia was angry. Why are you bringing that up? Back then, I was just, well... Yeah. Actually, I was the one who sent Sharia over here. You? That's right. He demanded that I go check up on you. As I recall, it was you who came to me with some plan about aiding the relief effort. That Sharia, she could never turn her back on someone in need. Oh, yes. Thank you. But was that really your only reason? I'm beginning to wonder. Nein, natürlich nicht. Okay, gehen wir zu dem Warburg Ruin. Ich meine, das hätte man schon viel früher machen können. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. So, ich kann mich hier irgendwie bewegen, gut. Skit. Man, this place takes me back. That's right. This is where we first met. Hey, how did you get out here from the Amarcian Enclave anyway? Well, I left the Enclave and headed straight. Then I hit a dead end. So I backtracked until I found a four-way crossing, and then... I don't need the details. Maybe just a summary? Oh, if that's all you wanted, you should have said so. Yeah. So basically, I left the Enclave, yada yada yada, and then I met you guys. That's not it either. Jeez, picky. All right. So I met you on the 652,000 331st step of my trip. That's enough. Ich kann nicht mehr. Ah. Schön. So, keine Ahnung, ob ich jetzt schon wieder geschnitten habe, aber. Ja. Ich glaube, ich bin hier richtig. Ja, da ist ein Stern, geil. Ja. Der überhaupt nicht lang gedauert. Hat das die Erdbeben verursacht? Ich glaube schon. Ich habe Gerüchte über ein solches Wesen gehört. Es heißt, dass es sich gerne in alten Ruinen versteckt und Antiquitäten sammelt. Entschuldigung, habt ihr gerade gesagt, das Monster sammle Antiquitäten? Ich finde das auch recht unglaubwürdig. Wenn etwas alt ist, will das Wesen es haben und es zerstört Wände, Decken und alles andere, um es zu bekommen. Das dürfte wohl all das Poltern erklären.
Also dann, vielleicht sollten wir handeln, anstatt hier herumzustehen und zu grübeln. Wenn wir nichts tun, wird zweifellos die Ruinen zerstören und Waldburg dazu. Oh, und wie es scheint, hat es uns bemerkt. Fantastisch. Was? Ne. Galat-Killer-Gurke. Bams! Ey, ich habe ihn nicht erreicht. Bams! Natürlich gegen Arzt. Was sagt er doch gleich? Oh, fuck. Was sind da noch mehr? Oh, und das ging schnell. Ja, ich glaube, ich hätte eher schon vorbeilaufen sollen. Es ist vorbei. Ja. Was ist los, Hauptmann? Ein Material, das ich niemals zuvor gesehen habe. Etwas daran ist anders. Ja, ja. Würdet ihr jetzt bitte Beweise einsammeln, damit wir diesen höllischen Auftrag abschließen können? Was ist los, Hubert? Kaum zu fassen, dass dieses Monster einfach ungehindert herumlaufen ließen. Hätten wir nicht angegriffen, hätte das ein Desaster geendet. Aber wir haben es angegriffen. Wir haben eingegriffen, mein Gott. Und es kam nicht zum Desaster. Also ist alles gut, richtig? Du denkst schon wieder nicht ans eigentliche Problem. So, und jetzt wieder raus. Was wahrscheinlich wieder geschnitten wird. Dreh ich um. Schnitt. Und wieder in Grillzeit. Gut, ich glaube, wir müssen die Anfrage hier abgeben, ne? Gucken wir mal. Wir haben ja so einen Gegenstand bekommen. Wahrscheinlich jetzt hier wieder ein Skit, ne? Ja. Unter Jungs. Say, Asbel. Just between us men. How are things going with Sharia? With Sharia? I fear that's too subtle for my brother to follow. I'm lost. Do you know what he's talking about, Hubert? Because I really don't. Perhaps my poor teaching skills are to blame for this. If there's something you want to ask, just come right out with it. I'll see you gentlemen outside. Oh, wait for me. Captain? Ah, hell, there's no toilet paper. Captain? Hubert? Anybody? Ich glaube, die werden nach dem Pinkeln. Egal. Waldburg Hinweis und einen Gabeldreher bekommen wir dafür groß. Es war also ein Monster in den Ruinen? Ich bitte um Verzeihung, Herzog Dalen, aber hofft ihr wirklich, die Ordnung lediglich durch neue Gesetze und ein Militär aufrechthalten zu können? Hubert! Ganz ruhig, Aspekt. Euer Bruder hat eine scharfe Zunge, aber in diesem Fall liegt er immer noch richtig. Trotzdem, es gibt auch sicher dringendere Sorgen, König Richard zum Beispiel. Also, wisst ihr es? Irgendwie schon. Tun wir. Moment unternehmen wir alles, was in unserer Macht steht, um ihn ausfindig zu machen. Wir wissen doch, wo er ist. Ich hätte das viel früher machen sollen. Ihr würdet ihn wohl nicht uns überlassen? Euch? Ihr könnt eurem Volk am besten dienen, indem ihr dafür sorgt, dass ihm nichts mehr widerfährt. Wir können uns darum kümmern, Richard zurückzubringen. Versprochen. Also gut, ich werde mich auf den Angelegenheiten vor Ort konzentrieren, während ihr seine Hoheit verfolgt. Doch hört mich an, haltet ihr euer Versprechen nicht, seid ihr auf eine schnelle und harte Bestrafung gefasst. Denkt dran, haben wir uns verstanden? Verstanden. Aspel, bitte helft seiner Hoheit. Ich wollte jetzt Senior Hoheit sagen. Werden wir, Herzog Dalen. Ihr könnt euch auf uns verlassen. Springt da noch ein Titel für uns raus? Verdammt! Warum nicht? Na gut, was haben wir hier noch für ein Quest hier? Oh nein. Was so Dingens hier angeht. Zurückgelassene Fracht. Uah. Ich meine, ich habe sogar eine Vorahnung, wo das sein könnte. Aber ich gucke nochmal nach. Im Quest-Log. Log-Dingens. Wisst schon. Ne, da war eine Quest. Ein Skit. Mein Gott. Als mich südlich der Stadt Monster angriffen, ließ ich meine Ware zurück. Wenn ihr sie holt, könnt ihr einen Gegenstand behalten. Tief sitzender Troll.
A master of blades and a master of guns? You're pretty hardcore on the old battlefield, little bro. Well, I suppose there are some who have voiced that opinion. In the old days, Hubert was more bookish. Actually, he was pretty much a homebody. Interesting. Where did you train? Your gear certainly isn't standard-issue weaponry. I'm self-taught. I studied printed materials and replicated what I read. That's incredible. I'd love to see these materials of yours. Oh, yeah, I'm afraid not. Those materials are now a classified military secret. You know, Hubert, I was thinking back. Yes? That weapon you use is the same one as the hero from our old Troll Caliber comics back home. Is that where you learn the style? Everything is really similar. Uh-huh. Military secrets indeed. Aspel? Mein Gott. Über diesen merkwürdigen Moment mit Jobert. So, südlich von der Stadt. Ohne südliches unten. Ich weiß. Wo mir fehlt noch eine Katze. Ich weiß nicht, wo die letzte Katze ist, die ich übersehen habe. Vielleicht wäre auch wichtig. Boink. Südlich von der Stadt. Also unten mehr. Also eine Vorahnung. Bäh. Toxische Nadel. Vielleicht hier. Hier ist ein Gebiet, wo richtig starke Monster rumlaufen. Und warst du schon über hier? Okay. Ich meine, das war hier sogar noch. Ich mal auf den Schwierigkeitsgrad gucken. Auf böse lasse ich den erstmal. Oder ich speichere erstmal. Hier bin ich mal sicher. Ja, vierter, mein Gott. Bin schon ein bisschen rausgeschnitten. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich aufnehme. Bestimmt so System da an. Was? Okay. Wann speichert der denn da? Was? So, dann lass mal auf Chaos und gucken wir mal, was passiert. Wenn wir hier kämpfen. Ich meine, hier war das. Die Quest vielleicht. Ich habe mich doch letztens schon mal umgeschaut und habe nichts gefunden. Oh, eine Truhe. Sehen wir mal, wir waren noch nie hier. Wunderbar. Oh, Glitzer, Glitzer. Drachenschuppe. Was? Hier findet man einfach eine Drachenschuppe. Oh, Glitzer, Glitzer. Feinstes Fell. Ey, das brauchte ich sogar für eine Quest letztens. Oder brauche ich das immer noch? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. War das hier nicht? Ich meine, ich habe mich doch schon überall anders umgeschaut. Und schon wieder feinstes Fell. Ja, super. Wir sind ja hier südlich. 100 galt. Bei mir hätte ich schon viel früher hingehen können, weil wir die Gegner irgendwie nicht berühren. Was? So. Kein anderer haben. Muss weggeworfen werden. Oh Gott. Oh. Mein Gott, 64. Wir sind Level 90. Und tschüss. Ja, oh Gott, Sophie. Ist beinahe am Verrecken. Nein, oder glitzert was? Wir sind beinahe am Sterben, oder glitzert was? Boah, diese haben, die brauche ich nicht. Ach da, Hallöchen. Oh Gott, wenn die jetzt auch so stark sind, ne? Schon beeindruckend, dass sie sich so stark vermehren konnten. Ein weiteres Beispiel dafür, wie sehr sich die Welt verändert. Komm schon, die können wir doch fertig machen. Bleib auf der Hut, Pascal. Und vergiss nicht, Hochmut kommt vor dem Fall. Ach ja? Und mein Stiefel kommt vor ihrem Hintern. Okay, welche Level? Okay, ihr seid extrem schwächer. 78, ja, schwächer. So, okay, die kriegen wir noch. Arzt, Arzt, jawohl, sag doch gleich. Mann, wieso habe ich denn... Jetzt habe ich wieder... Komme ich dazu, meine Dings einzusetzen? Meine vierte. Danke. So, jetzt nochmal. Zack. Seiter. Sphäre-Schwert adept. Okay, gut. Es gelohnt, ein bisschen zu spammen. Was habe ich gesagt? Babyleicht. Was ist? Pascal. Hm?
Ich habe doch gesagt, du sollst auf der Hut bleiben. Eben darum muss ich ja ständig auf dich aufpassen. Ja. Ich scheine ja kein Ende zu nehmen. Wir müssen alle auf einmal ausschalten. Na klar. Erstmal, Hauptmann. Keine Sorge. Das kriegen wir schon hin. Oh, noch ein Kampf. Uah. Ja, warte, wann wurde so bildlich gemeint? Weil alle auf einmal schaffe ich nicht. Obwohl mit Indignation. Aber war schon nah dran. Okay. Schön. Puh. Ich glaube, das war's. Gut, dass du sie gesehen hast, Hubert. Tja, irgendwer muss ja die Augen offen halten. Danke, kleiner Bruder. Du warst ja ein echter Retter in der Not. Es wäre wohl zu viel verlangt, dass du daraus etwas lernst. Aber versuch doch mal vorsichtiger zu sein, ja? Was zum? Hey, da drüben ist was. Was ist das? Verdammt, wir haben uns zu sehr verausgabt und schon wieder zu kämpfen. Komm, kleiner Bruder, das musst du sehen. Was sagst du zu diesem Wahnsinns-Outfit? Du meine Güte, das muss ich sofort ausprobieren. Anprobieren. Tada! Und wie findest du es, kleiner Bruder? Unsere Unterhaltung war noch nicht zu Ende. Wisst ihr was? Die zwei würden eigentlich prima zueinander passen. Würden? Pff. Hm. Zurückgelassene Fracht. Pascal hat den Titel Freigeist. Ah, ja, ich erinnere mich. Was dieser macht. Der schaltet ein Kostüm frei. Hier ist eine Truhe. Und hier gehen wir noch nicht weiter, weil das sparen wir uns doch irgendwann auf. Ah ja, da erinnere ich mich noch dran. So, wo müssen wir diese Quest abgeben? Ich weiß es nicht. All Ray. Oder All Jewel, was weiß ich. Ne, falsches Spiel. So, Titel. Du hast einen Sphärenschwert-Adepten-Titel bekommen, ne? Lautsarole, Meister, hat er ja auch. Sperlingssiegel? Ne, hier ist Sphärenschwert. Einfach so. So. Alles klar, und zack. Oh, da war schon. Ich dachte, kommt noch was. Da können wir noch auf schnell machen. Bundeslade, was? Handgezeichnete Karte, was muss ich da machen? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich kann aber gucken. Din. Ich muss auch wieder ein paar Minuten hier abrechnen, weil ich schon wieder am Rumeiern war. Aber ich mache eine extrem längere Folge. Und einfach Zeugs passiert. Irgendwas. Oder ich schneide, was weiß ich. Für Haderhöhe, mein Gott. Das muss ich auch noch irgendwann machen. So, was haben wir noch hier? Ganz weiß hin, das kann ich irgendwie nicht herstellen. Boah, weiß ich nicht. Ja, das können wir herstellen, aber offscreen. Weiß für Spionage. Ach, da war ja im Fendelturm irgendwas, glaube ich. Keine Ahnung, wahrscheinlich werde ich da wieder schneiden. Aber sehen wir uns dann, wenn ich. Oder? Ja, sehen wir uns dann, wenn ich das gefunden habe. Im Turm soll irgendwo sein, glaube ich. Also, bis gleich. Gefunden! Okay. Na? Ich habe auf euch gewartet. Ihr seid mehr als ich dachte. Ach ja? Naja, egal. Hier ist die Skizze. Ich zeige euch, wo ihr im Turm die Bombe platzieren müsst. Was? Eine Bombe? Wovon redet ihr? Von der Bombe. Der großen Bombe, die... hey, ihr seid keiner von uns. Keine Bewegung. Geht mir aus dem Weg. Moment mal, ihr seid Malik Caesar. Hauptmann, kennt ihr diesen Fiesling? Nein, aber ich kann mir schon denken, wo er mich kennt. Woher denn?
Malik Caesar ist eine Legende. Er ist einer der Mitgründer unserer Bewegung. Stimmt das? Ja, Kurt und ich haben sie zusammen gegründet. Aber warum durchkreuzt ihr dann unsere Pläne? Erst verrät Kurt uns noch und jetzt auch noch ihr? Stand zwar nicht da, aber egal. Ich erwarte nicht, dass ihr es versteht. Dann geht mir aus dem Weg. Wartet mal, Hauptmann. Was? Versteht doch. Hauptmann Malik versucht nur Fennel zu helfen. Pascal? Was weiß eine Amessianerin von Fennels Problem? Vielleicht weiß ich nichts von eurem Problem, aber ich weiß, dass ihr vielen Leuten wehtun werdet, wenn ihr weitermacht. Wir wissen alles über das Wagnis. Darum versuchen wir, die jetzige Regierung zu stürzen. Ja, nun, vielleicht könntet ihr ja noch ein bisschen warten, ehe die was in der Luft springt. Ich meine, bitte? Was habt ihr denn davon? Ihr klingt fast so, als würdet ihr mich gehen lassen. Ich wäre einverstanden. Was meint ihr, Hauptmann? Na schön, dann macht, dass ihr wegkommt. Böser Blick. Wollt mir das wirklich? Wenn Pascal das sagt, dann geht's in Ordnung. Oh, das ist ganz schön viel Verantwortung. Wir versuchen alle nur, diesem Land so gut zu können zu helfen. So gut, wie wir können zu helfen, mein Gott. Pascal bildet da keine Ausnahme. Ja, ich muss auf meine Schwester aufpassen und so. Nicht nur das, wir sitzen schließlich alle im selben Boot. Hm? Verstehe nicht. Fennel, Patriotin. So. Und langsam füllen sich die Titel. Einfach ausrüsten. So, aber es gab noch eine Etage, die ich nicht erkundet habe. Vielleicht ist da auch noch was. Ja. Vielleicht ist ein kurzes Zimmer noch irgendwas. Wird man ja wohl irgendwie noch auf normalen Wege hinkommen, oder? Aber anscheinend nicht. Ja. Egal. Boah, ich geh mal dahin. Wenn nicht, wird geschnitten! Okay, jetzt wenigstens kurz zu machen. Wahrscheinlich gibt es ja keine Shortcut. Ne. Warum denn auch? Hoffentlich ist da jetzt auch was. Oh, das ist ein Stern. Gut. Das ist schon mal gut. Der Mantel sieht komisch aus. So. Dieses Foto. Kann nicht weiterlaufen. Da ist sie, hier drüben. Nein. Hier ist Schluss, meine Süße. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Bleib weg von mir. Ich bin nur eine Soldatin, die ihr Land liebt. Mich werden die Schlosshühnchen der Regierung wohl kaum kennen. Wie kannst du es wagen? Dafür wirst du büßen. Stirb! Ah! Lorelia! Zum Teufel, wer seid ihr? Tun eigentlich ihre verdammten Knarren auf jeden hier richten? Nehmt euch gleich Uniform an. Oder? Lorelia, haltet durch! Lorelia! Malik! Das ist der Ort, an dem Kreisfort des Findelturms auf der Karte, die ich dir gegeben habe, fehlen entscheidende Details. Lorelia, hör zu, ich werde dich wieder gesund kriegen. Bleib nur bei mir, in Ordnung? Malik, ich nicht sprechen. Ich habe immer davon geträumt, dass du dich so um mich kümmerst. Lorelia? Lorelia! Ich kann so nicht schreien, tut mir leid.
Wir haben die Dokumente, für die sie ihr Leben gegeben hat, analysiert. Sie zeigen den Stand des Cryos-Vorrats, wie sie es versprochen hat. Als die Vorräte wieder aufgefüllt waren, gewann die Bewegung an Kraft. Aber mein Herz war seitdem nicht mehr bei der Sache. Schließlich löschten Razzien der Regierung die Flammen der Revolution. Wären sie am Leben geblieben, hätten Kurt und ich es vielleicht geschafft. Wenn ich ihre Wünsche nicht ignoriert hätte. Hauptmann, seid das nicht. Ja, das bin ich. Damals, als ich jung und sehr, sehr dumm war. Hauptmann, hört zu. Ich weiß nicht, was in eurer Vergangenheit geschehen ist und werde auch nicht so tun, als wüsste ich es. Aber es war richtig, nach Windor zu kommen, da bin ich mir sicher. Und nebenbei bemerkt, bin ich sehr froh, dass ich euch kenne. Du bist wirklich was Besonderes, Asper. Sogar wenn alles verloren scheint, findest du einen Weg weiterzumachen. Vielleicht kannst du mir sogar helfen, dasselbe zu tun. Okay. Ein Bild? Mann, Bilder mag ich überhaupt nicht. Was? Warum nicht? Was sind ja noch? Na. Guck mal, komischer Wissenschaftsbücher, ne? Da weiß sie selber Wissenschaftlerin. So, ich weiß jetzt nicht, wo wir weitermachen sollen, deswegen werde ich mal schneiden, weil den ganzen Weg herausfinden, der ist richtig ätzend. Und wir sehen uns dann, nehme ich an, in der nächsten Folge. Das Zeug, was ich hier zusammengewürfelt habe, das ist bestimmt schon lang genug, wenn ich ein bisschen schneide. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!